So, willkommen zurück und what the fuck? Das ist ja was? Du mich hier willst irgendwie veräppeln? Ja, jetzt, genau, jetzt kriege ich einen Kaktus. Ja, so sieht's auch aus. Was ist denn das? Wenn ich jetzt wüsste, ob das irgendwas ist, was man braucht, würde ich mir es ja eher traden. Aber wir könnten uns auf jeden Fall mal so einen Sattel holen. Warte mal, wir haben doch. Was haben wir denn? Ne? Ja, wir haben doch genug Emeralds. Also, wenn wir uns hier so einen Sattel holen, ist auch nicht schlecht. Das können wir uns auch mal holen. Ich weiß nicht, was es ist. Keine Ahnung. Das holen wir jetzt auch mal. Ja. Kaktus brauchen wir nicht. Den haben wir. Pumpkin brauchen wir auch nicht. Den haben wir auch. Den holen wir jetzt auch nochmal. Dann haben wir nochmal irgendwelche komischen, wirden Items, die wir nicht sammeln können, weil wir irgendwelche Köpfe haben. Ja. Ich habe auch keinen Plan, was wir mit den Köpfen sollen. Wir könnten aber jetzt nochmal ganz schnell uns diesen Vanilla-Trick erhaschen. Falls die nicht runterfallen bis dahin. Aber ich glaube, die fallen runter. Ich sehe schon kommen. Ach, guck mal. Da haben wir sogar eine Leine bekommen. Ist das nicht cool? Und die anderen sind bestimmt runtergefallen. Ne, der ist auch da. Aber das andere Lama ist runtergefallen. Okay. Das ist dann leider, leider schade. Mit dir kann ich nichts mehr anfangen. Also können wir dich auch einmal mal die. Ach, der liegt da unten. Ja, aber den kriegen wir eh nicht, weil. Wie denn? Komm, 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 komm. Macht euch ab, ihr zwei. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, tschüss. Ich habe hier ein bisschen aufgeräumt eben und es ist aufgefallen, irgendwie auf diesem Pedestal, da gehen doch Blöcke drauf. Das ist eine ganz wirre Sache. So, wir machen jetzt nämlich hier mit Tinkers Konstrukt. Ich mache mal einfach das, was ich so mich meine zu erinnern, was man so machen muss und kann. Wir haben jetzt auch keine Cobblestones. Dann nehmen wir jetzt nochmal 32 Stück hier raus und setzen hier. Warte mal, wir haben doch ein Wort. Können wir doch hier so machen. Genau. Dann können wir jetzt nämlich hier sagen, wir setzen den hier hin. Und setzen den dahin. Ja, warte mal, dann ist doch die Kiste eigentlich relativ doof hier. Dann ist die doch eigentlich relativ doof da. Dann setzen wir die irgendwo dahin versteckt. Naja, ich werde es auf jeden Fall noch fünfmal abbauen, glaube ich, aber. Solange ich es jetzt nicht mache, alles. So, das kann auch weg. Ja, wir müssen hier mal gucken. Wir können ja tatsächlich zum Glück mit F7 ausleuchten. Müssen wir mal hier gucken, wo wir hier ausleuchten müssen. Dass wir hier nicht im Dunkeln stehen. So. Keine Monster irgendwie spawnen lassen können. Die sollen nämlich alle da drüben spawnen. So, wir sind nämlich jetzt hier. Wir können doch jetzt mit diesen Sticks. Warte mal, wir können das auch so machen. Wir brauchen sowieso ein paar mehr davon. Ja, das geht. Guck doch mal. Na, also gut, hiermit ging es nicht. Das heißt, wir müssten. Okay. Ach, das ist eine Crafting. Ja, gut, eine Crafting Station. Das macht schon Sinn. Geht das mit der Kiste noch? Nein. So, dann müssen wir hier einfach mal gucken. Wir haben eine Crafting Station. Was gibt es denn noch? Noch mehr 5000 Crafting Station. Tinkering Station. Okay. Dann machen wir die Tinkering Station so. Dann halt nicht, dann machen wir halt noch eine Tinker Station. So. Genau, dann können wir hier so eine. Ja, die Tinker Station ist das ja, das. Ja, Partbilder. Partbilder ist das, was wir brauchen. Ah, okay. Partbilder geht so mit 2 und so mit 2. Ne, dann kommen die ja zwei andersrum. Dann kommt der Part-Builder. So, guck, da können wir schon mal hin und her switchen. Dann kommt. Was gibt es denn noch? Part-Builder. Hallo, Fischchen. Nehme ich gerne. Bisschen rohen Fisch. Den kann ich ja irgendwann braten und essen. So, dann. Ja, warte mal. Was gibt es denn hier noch? Es gibt eine.
Warte, stopp. Eine Part-Chest. Gehen wir erstmal hier dran. Ist die Part-Chest die, die wir brauchen? Ich habe keine Ahnung. Wo ist sie denn schon wieder hin? Da ist die Part-Chest. Bestimmt ist das die Kiste, die wir brauchen. Genau, da können wir, ja genau, können wir die Sachen reintun. Eine Cast-Chest, ja, die können wir auch irgendwann später machen, aber die brauchen wir halt jetzt gerade noch nicht. Die brauchen wir jetzt gerade noch nicht. So, warte mal, dann könnten wir doch die Pattern, wie heißt das, Pattern-Creating-Tool-Dingensinn. Das bräuchten wir jetzt, Tinkers, wenn ich jetzt hier Pattern, ne. Ich muss ja irgendwie die Pattern erstmal erstellen. Das ist die Frage, wie das geht. Tinkerstation, warte mal, Tinkerstation habe ich. Crafting-Station habe ich auch. Tinkerstation habe ich, Tinkerstation Part-Builder habe ich auch. Part-Builder, alles Part-Builder. Ja, aber ich brauche ja noch irgendwie das Tool für, ich muss ja irgendwie die Parts erstmal bauen, ne? Also es bringt mir ja nichts, wenn ich keine Parts bauen kann. Weil ich kann ja nirgendwo mir die Parts erstellen. Part-Builder. Ne, Part-Builder ist ja der, den habe ich ja hier schon mal. Wie hieß der denn? Ich weiß, da ist mit einem Fisch, den will ich aber jetzt gerade nicht holen. Wie heißt das denn? Warte mal, kann ich nicht hier mit irgendwie gucken? Part-Builder, Crafting Station. Tinker's Chest. Tinker Station, die habe ich schon. Ich habe kein Buch. Partbilder. Ja, aber ich brauche ja diese hier. Ich muss erstmal hier diese Dinger machen. Wie mache ich das? Oder kann ich hier im Partbilder. Ah. Okay. So funktioniert das also. Das heißt, wir müssten diesen eigentlich upgraden. Das heißt, wie machen wir diesen Hub besser? Wir brauchen. Nee, ich will ja nichts modifizieren. Ich will eigentlich diesen hier. Ja, aber ich brauche ja ein ja, ich kann hier mit einer Crafting Station machen, das ist mir schon klar, das will ich aber gar nicht. Wie kann ich jetzt eigentlich hiermit, weil ich kann ja hiermit nicht, ich kann ja hiermit nur normale Werkzeuge machen, aber ich will ja keine normalen Werkzeuge damit machen. Das ist ja doof und langweilig. Ich möchte ja hiermit hier sowas machen. Wie geht das? Hallo Fischis. Ich möchte ja hiermit irgendwie so eine Lumber-Ex und sowas machen. Und sowas muss ich ja erstmal machen, indem ich, warte mal, kann ich hier in diesem, doch, ich kann hier sogar sowas machen, okay. Das ist halt die Frage, ob ich das, ich kann es ja nicht zusammengrafen. Das, darum dreht sich es ja. Kammer. Na, ich müsste, normalerweise früher war das mal so, da musste man den hier quasi verbessern, aber ich kann ja mit der Crafting Station, kann ich ja nichts machen. Nö.
Keine Ahnung. Frag mich, wo es leuchtet auch ist. Ich würde sagen, ich gucke mir jetzt mal ganz kurz an. Vielleicht finde ich ja gleich was raus. Bis gleich. So, wir sind hier und haben jetzt einen Anvil gemacht. Und zwar diesen Anvil mit Block of Invar, wollte ich sagen. Genau. Und ja. Den machen wir jetzt, weil mit dem müssten wir das machen können, was ich will. Jetzt ist die Frage, wenn ich ihn hinsetze. Ah, ja, guck mal, da ist auch mein Hämmerchen. So, also mit dem können wir das machen, was ich will. Das ist gut. Jetzt bräuchte ich nur noch meinen komischen Dingers-Dings hier wieder. Ach, du sollst. Ja, genau. Danke. So. Dankeschön, jetzt bist du nämlich auch wieder da. Jetzt kann ich nämlich das Ding auch hier verwenden. So, das heißt, wenn wir jetzt sagen wollen, wir machen spaßhalber hier so quasi hierfür zwei. Ne, warte, den Hammer wollten wir gar nicht haben. Wir wollten. Eigentlich wollten wir den auch gar nicht haben. Naja, gut. Wir probieren es auch mal aus. Wenn wir, weil Hammer brauchen wir nicht, wir brauchen den, wir brauchen so eine Platte, wir brauchen eine Spitzhacke und einen Axttool. Eine Spitzhacke. Und. Eine Spitzhacke und einen Axttool. Was brauchen wir noch? Wir brauchen noch, was ist das, Toolrad oder Tough Handle? Tough Handle. So, jetzt müssen wir doch theoretisch gesehen alles haben, um uns das coole Ding zu machen. Die Platte aus Stein müssen wir auch noch irgendwo haben. Jetzt haben wir uns eine erste Axt gemacht. So, jetzt gucken wir mal, ob der. Ah, der. Also kleine Bäume fällt er schon mal komplett. Was jetzt die Frage wäre, ist, fällt der auch so? Ne, der fällt nur die einen Baum. Man braucht aber ewig. Gut, das ist ja nur Stein. Das ist ja nichts Schnelles. Wenn wir jetzt aber sagen, es gab es den Weinhämmer. Ne, ich will keinen Weinhämmer haben, sondern es gibt also nicht mehr diesen. Oder warte mal, warte mal, wir können doch einfach mal was ausprobieren. Wäre ja richtig cool, wenn es funktioniert. Aber ich vermute mal nein. So, wachse du mal. Aua. Nee, der. Okay. Also man könnte theoretisch gesehen so trotzdem den abbauen. Ja, guck mal, wir haben sogar ein Zeppelin Gewinn gemacht. Cool. So, ist jetzt die Frage, ob der auch wirklich wieder alles abbaut. So, wir haben. Na, diesmal haben wir aber keinen Gewinn gemacht. Also diesmal sogar eigentlich Verlust. Mal gucken, was so jetzt passiert. Also wir haben tatsächlich Zeppling-Verlust gemacht. Ne, warte, haben wir nicht. Oder? Ne, wir haben immer noch keinen Gewinn. Ja, also es ist schwierig. Schwierig, schwierig, schwierig. Weil wir haben ja jetzt schon so ein bisschen viel davon. Und hier mit Zerbricks hat es nicht funktioniert. So. Nur da müssen wir jetzt mal gleich gucken. Da zeige ich nochmal gerade mal schnell, wie der Weg quasi war. Da können wir gerade hier einen hinsetzen. Genau, wir brauchten Seared Cobblestone.
Und Seared Cobblestone machen wir, indem wir Clay da reinschmelzen und da drauf Cobblestone oder sowas reintun. Und das war einfach alles. Und dann halt Invar zusätzlich. Und den restlichen, der hier übrig geblieben ist, wird halt leider zu Terrakotta. Aber das ist leider so. Da können wir auch leider nicht so viel dran ändern. Das Holz können wir raus. Wir können das auch mal ein bisschen sortieren. Das ist ja hier. Schickt er jetzt auch mal. So, die Terrakotta können weg, weil wir brauchen, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Das Invar schmeißen wir mal da rein. Und ja, wir haben jetzt halt natürlich ein bisschen Lava, aber ich habe keinen Plan, wie ich das gemacht habe. Ich habe hier nämlich irgendwie Lava reingepackt. Zwei Buckets haben wir jetzt da drin. Och, das wollte ich nicht. Hä? Also eben ist der Lava einmal nicht verschwunden. Naja, gut. Oder ich habe das irgendwann mal vorher da reingetan, habe es aber nicht gerafft. So, jetzt können wir uns auf jeden Fall richtig coole Werkzeuge machen und das heißt, in der nächsten Folge werden wir uns mal überlegen, beziehungsweise gucken wir mal, ob wir an Zuckerrohr kommen oder nicht, oder irgendwie ja doch, oder nicht, keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge, wenn es eine positive Bewertung da oder Abo. Bis dann, ciao Leute.